internationalen Hilfskonvois nun doch in den Gazastreifen durchgelassen. Das Land hatte zuvor darauf bestanden, dass die Hilfsgüter für das Palästinensergebiet über einen israelischen Grenzübergang gebracht werden. Der Transport durfte nun aber den ägyptischen Grenzübergang Rafah benutzen. Private Autos, die bis dahin mitgefahren waren, mussten allerdings zurückbleiben. Zuvor war es zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Mitgliedern des Hilfskonvois gekommen. Dabei wurden auf beiden Seiten mehrere Menschen verletzt. Außerdem kam es bei Protesten von Palästinensern zu einer Schießerei mit ägyptischen Sicherheitskräften.